Kutani, Minako, weil der Name so ähnlich klingt wie Minako, deswegen. Deswegen ist es auch Minako. Es ist einfach so. Und ich meine, Sprengstoff, Minako, das passt ja auch, ne? Ob sie der Versuchung wohl widerstehen kann, auf den Knopf zu drücken? Okay, wir haben echt das fischigste Fischding verfischt. Hey, zwei Nachrichten. Schade, die Antwort ist 10. Schade. Gibt es echt Menschen, Essen, das aussieht wie Wolken? Geht dich gar nichts an. Ja, neues T-Shirt. Ja, demnächst vielleicht mal. Kann man mal machen, ja. Du weißt genau, Minako. Du weißt genau, warum. So, wir haben gelöst. Gut, diese ganzen anderen, ne? Schlag die Leute zusammen. An der Alt gibt es wohl aktuell keine allzu dringenden Fälle. Vielleicht sollte ich Miwei fragen, was los ist. Was, wieso Miwei? Steht da wirklich eine 10? Was für eine scheiß Umkleide meinten die denn? Da steht keine 10. Steht da eine 10? Haha, wusste ich doch. Ich muss mal ganz kurz AFK sein. Ich bin gleich wieder da, ne? Also es dauert eine Minute. Ich muss mal ganz kurz zur Tür. Ja, Sandy will rein. Dauert einen Moment. Eine Sekunde. Ein Sekündelchen. Ihr könnt ja so lange darüber reden, warum Minako eine Terroristin ist. Ne? Einfach mal so als Gesprächsthema. Bis gleich. So, bin wieder da. Es tut mir leid, dass ich wieder da bin. Und habt ihr drüber geredet, warum? Was denn? Ich find's schon, also. Ne? Nein, ich habe keinen Besuch. Sandy ist da. So, wo waren wir denn jetzt? Warte. Ach ja, genau, wir sollten mit Miwei reden. Miwei. Oder so. So, Digilab. Ich hab sie doch überhaupt nicht warten lassen. Also bitte. Wenn ich sie hätte warten lassen, dann wäre, ne? Dann wäre sie gar nicht reingekommen. Siehst du, Minako? Diese Gedanken machen dich allein schon zu einer Terroristin. Hey, eine schwarze Katze. Ich sollte immer noch an ihren Schwanz ziehen. Grrr. Die ist wohl schlecht gelaunt. Ich bleibe lieber auf Abstand. Oh, das ist immer unterschiedlich. Wir lästern über dich. Huch, so ein trauriges Gesicht. Hast du dich verlaufen? Ich glaube schon. Anscheinend streiten sich ein paar Jugendliche im Eden-Gemeinschaftsbereich über etwas. Anscheinend macht ein Mädchen einen Jungen mit ihren unvernünftigen Forderungen verrückt. Vielleicht kannst du ihm helfen. Komm ruhig wieder, wenn du dich verläufst. Was? Was sollte ich? Irgendwie wird ein Junge sexuell belästigt oder so? Habe ich es richtig verstanden? Vielleicht ist das ja eine Altaufgabe. Ich habe vergessen, wo wir hin sollten. Warte, wo?
Entschuldigung, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Ich muss noch mal ganz kurz zum Digimon-Labor. Warte, warte. So, was willst du? Ah, ein Eden-Gemeinschaftsbereich. Okay, gut. Das habe ich irgendwie nicht realisiert. Chat, der Discord wird nicht zum Lästern. Bitte da nicht lästern. Einfach nur Lobhünnen und Helden-Epos-Lieder über mich singen oder schreiben da. Das ist das Einzige, was ihr da machen dürft. Ich weiß aber auch natürlich, dass ihr das nur machen würdet. Also, ne? Wo sollten wir hin? Warte. Ach ja, genau. Gemeinschaftsbereich. Hey. Das hören die Leute. Hör auf, hier rumzuschleichen. Ich hab nichts zu essen hier. Ich will aber gehen. Sei nicht so stur. Du weißt, dass das nicht geht. Aber die anderen aus meiner Klasse gehen auch alle. Ich will auch hin. Ich kann es nicht ändern. Jetzt hör auf, rumzuspinnen. Ich spinne nicht herum. Du bist hier der Idiot. Hör auf zu weinen. Was soll ich denn noch tun? Anscheinend streiten sich da zwei Geschwister. Hätte ich nur eine Eintrittskarte. Ich muss doch irgendwie an eine herankommen. Eine Eintrittskarte? Was für eine Eintrittskarte? Warum werde ich hier immer nur mit Fragezeichen bombardiert? Wo sind die Kinder denn jetzt? Und warum müssen die nicht in der Schule sein? Kinder? Hallo? Ich lock mich nochmal aus. Ich weiß nicht, was für eine Eintrittskarte. Sie verwirren mich. Was wollt ihr, Kinder? Ich hasse Kinder. Was denn jetzt los? Ein neuer Fall. Ein kostbares Lächeln. Ich will eine Eintrittskarte zum Upgrade-Vorschau. Besorg mir eine. Hey, besorg mir eine. Gibt Medaillen. Lol. Ja, stimmt, gib nur Medaillen. Was klingt eher wie ein Monster mit verschleimtem Hals? Was? Zorro, das ist PlayStation 4. Ein Fall, bei dem wir eine Eintrittskarte für das Schnupper-Event des Eden-Upgrades besorgen sollen. Ich suche erstmal online. Was sind das denn für Seiten? Oh, warte. Es gibt keinen Treffer für ein Schnupper-Event für ein Eden-Upgrade. Das sind nur Informationen zum bisherigen Upgrade. Nichts über ein anstehendes Event. Steht denn überhaupt ein Upgrade an? Ich glaube, das Beste wäre es, persönlich mit dem Klienten zu sprechen. Mit dem kleinen Mädchen wieder? Oh, nee. Oh, du bist der Handyman? Warum sind wir jetzt eigentlich der Handyman? Ich bin ein Hackermann und kein Handyman, okay? Danke. Oh, du bist der Handyman? Hast du meine Eintrittskarte dabei? Findet das Schnupper-Event überhaupt statt? Natürlich, es dauert nicht mehr lange. Die Mutter meiner Freundin arbeitet für das Unternehmen, das Eden betreibt. Sie hat es mir verraten. Ich habe gehört, dass manche Leute schon Eintrittskarten haben. Das klingt, als könnte die Öffentlichkeit keine Karten kaufen. Es könnte schwierig werden, eine zu bekommen. Es wird nicht einfach, eine zu bekommen, stimmt's? Ich liebe Eden einfach.
Danke, Chat. Genau so etwas habe ich mir vorgestellt. Minako, wo siehst du denn da bitte schön eine Katze? Minako, das ist keine Katze. Das ist ein Eichhörnchen. Das ist ein graues Eichhörnchen. Warum erkennt das niemand als Eichhörnchen? Das ist keine Katze mit Herz. Das ist ein Eichhörnchen mit einer roten Nuss. Dass ihr das nicht seht. Und ich habe gehört, nach dem Upgrade wird es noch besser aussehen. Also will ich es möglichst bald sehen. Ich habe meinen Bruder gefragt, aber er wurde wütend und meinte, ich könne unmöglich eine Karte kriegen. Er hat mich stur genannt und ist davongelaufen. Ich will aber unbedingt hin. Interessant, Mädchen, interessant. Du wirst es versuchen? Danke! Ich wollte dich mit einer Digimon-Medaille bezahlen, aber da du so nett bist, werde ich dir auch etwas Besonderes geben, glaube ich. Okay, das ist ein bisschen eigenartig. Meine Gedanken driften in eigenartige Dinge ab. Pommes. Als ich den Smiley gemacht habe, ne, habe ich mich wirklich gefragt, ob du da drin wirklich eine Katze sehen wirst, Minako. Habe ich mich wirklich gefragt. Oder ob du da wirklich irgendwas anderes drin siehst. Aber schön, diesmal hat es ja geklappt. Wopper aus der Serie Salamander und Co. Das ist meine Lieblingsplüschfigur. Sie ist so niedlich. Sie wird dir gefallen. Toll, eine Plüschfigur. Es geht bergauf mit unserem Geld. Den Fall habe ich also angenommen. Wie stelle ich es nun an, eine Eintrittskarte zu bekommen, die es nicht zu kaufen gibt? Riju und Chito sind nicht da. Ich werde Erika fragen. Ich kann nicht glauben, dass sie nicht in ihrem Zimmer ist. Ich werde im Café nachsehen. Hey, da ist sie. Hi. Da ist Erika. Sieht aus, als würde sie etwas in die Getränke mischen. Tropf. 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 Tropf, 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 tropf. Tropf, 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 tropf. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht aus, als würde sie zu viel davon hineintun. Was guckst du denn so? Eine Eintrittskarte zur Upgrade-Vorschau? Ach ja, der Fall von der Kleinen. Warum hast du den angenommen? Ist die Bezahlung nicht nur eine Medaille? Ich will eine Medaille. Ich will sie. Das Lächeln eines Mädchens ist mir Belohnung genug, sagt der Pedo. Warum habe ich denn angeklickt? Du hast wirklich ein weiches Herz, aber du gibst keinen guten Ritter in strahlender Rüstung ab. Es geht mich ja nichts an, aber würde die Eintrittskarte nicht mehr kosten als die Medaille? Eine Medaille rechtfertigt den ganzen Aufwand doch überhaupt nicht. Was? Die Medaille ist nicht die einzige Bezahlung? Sie schenkt dir auch die Plüschfigur von Wopper, dem Salamander aus Salamander und Co.? Nun, das ändert alles. Hä? Du musst diesen Fall unbedingt abschließen. Was, Alter? Eine scheiß Plüschfigur. Die Medaille kannst du behalten, aber du musst mir das Spielzeug geben. Nein.
Komm schon, es ist schließlich Whopper. Alter, ich gehe gleich nach Burger King, wenn ihr weiter über Whopper redet. Der war nur in der ersten Version von Salamander & Co. erhältlich. Die Mimitans auf meinem Terminal sind aus derselben Reihe. Aber ich war zu spät dran und habe Whopper verpasst. Ich habe mich gar nicht geoutet. Es ist halt, ich hab mich verklickt, okay? Es war eine Sonderausgabe. Die kriegt man nicht mal in Nakano Broadway. Ich habe mich entschieden. Ich werde dir helfen. Hä? Ich habe noch andere Sachen zu tun, aber es geht hier um Whopper. Der Rest kann warten. Wir müssen nur eine Eintrittskarte finden, richtig? Fangen wir an. Hey, hey, ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Ich habe mir sogar schon einen Namen ausgesucht. Den wirst du niemals aussprechen können, aber ich versuch's. Kokitom, 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 nennen wir ihn Kokitom. Klingt besser als Kokitom, das klingt ein bisschen, ne? Wegen dem Ausspruch Cogito ergo sum. Ich verstehe nicht ganz. Ich habe es überhaupt nicht begriffen, was sie will von mir. Anscheinend wird es bald ein Upgrade geben. Hä? Du hast online nichts darüber gefunden? Du hast höchstens ein paar Dutzend Quellen durchsucht und nur im offenen Raum, stimmt's? Du musst tausende Quellen durchsuchen und dann die richtigen Infos rankommen. Immerhin tauschen Milliarden Menschen in Eden Informationen aus. Wirklich Milliarden? Ich habe etwas gefunden. Es gibt ein Gerücht über einen Händler, der Eintrittskarten zur Vorschau hat. Was? Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Ist das Lateinisch? Lateinisch. Das ist das Einzige, was ich nicht kann. Naja gut, und viele andere Sprachen auch, aber... Weißt du? Sieht so aus, als wäre er in Ikebukuro. Gehen wir. Na gut. Okay, wir sollen jetzt einen zwielichten Händler für zwielichte Karten finden. Es ist beruhigend, mit dir zu reden. Ich kann mich echt entspannen. Komm wieder. Verstehe. Ja, okay. Ich werde bald wieder da sein, Kaiji. Kaiju. Kaiji. Warum Kaiji? Keine Ahnung. Das da ist doch der. Der sieht schon zwielichtig aus. Guck ihn dir an. Es überrascht mich, dass du mich als Ticket-Händler erkannt hast. Diese Klamotten. Bist du Hoodie? Ich schätze, solche Dinge herauszufinden, ist da täglich Brot. Aber diese Karte für das Schnupper-Event sind selten. Und sie sind nicht billig, ey. Die sind bestimmt schweineteuer. Was können wir tun? Frag ihn, ob er eine Liste der Leute hat, die ihm Karten für das Schnupper-Event abgekauft haben. Informationen zu meinen Kunden. Natürlich habe ich die, ey. Viele davon sind Stammkunden, ey. Ah, ich weiß, was du vorhast. Du willst sie aufsuchen und mit ihnen um eine Eintrittskarte verhandeln. Das wäre nicht gut für mein Geschäft, ey. Tut mir leid, aber ich kann keine Informationen über meinen Kunden weitergeben. Und hacken ist auch keine Option. Ich mache mir Notizen auf Papier, weißt du, Papier, die ich immer dabei habe, ey. Damit Hacker wie du sie nicht in die Hände bekommen, ey.
Papier und Bleistift sind altmodisch, aber immer noch der sicherste Weg, heutzutage Informationen festzuhalten. Nichts gegen dich, ey. Das ist rein geschäftlich. Ey. Warum will er uns keine Karten geben, Mann? Nur Papieraufzeichnungen. Er ist vorsichtig. Er hat völlig recht. Ich hatte gehofft, wir könnten uns mit einem seiner Kunden einig werden. Meinst du könntest ihm einen Moment lang ablenken? Neben ihm auf dem Boden stand eine Tasche. Bestimmt bewahrt er darin die Papiere mit seinen Kundendaten auf. Hä? Keine Sorge, ich werde sie nicht stehlen. Nur kopieren und wieder zurücklegen, oder was? Mit einem 3D-Scanner. Das gefällt mir nicht, aber ich werde tun, worum sie mich gebeten hat. Los geht's. Schau mal, da ist Jimmykin. Wow, ist das ein Navi-Zan? Okay, worauf fällt er rein? Ach komm, darauf. Das ist ein Gerücht. Navi-Zan? Ein Navi-Zan? Im Ernst, ey? Ein Foto von ihm könnte viel wert sein. Aber wo ist er? Lauf! Das ist meine Chance. Das muss die Kundenliste sein. Fertig. Bah, er war nicht da, ey. Wollte mich da wer veräppeln, alter Schulmerbrüder. Es hat funktioniert. Hä? Ich habe mir die gesamte Liste gemerkt. What the? What? Ich wollte schon what the fuck sagen, aber fuck wäre ja ein böses Wort. Hat Wormann dir das nicht erzählt? Mein Gehirn ist mit den Eden-Server verbunden. Wenn ich visuelle Informationen erfasse, werden sie direkt in Daten umgewandelt. Es werden nur ein paar Dutzend Namen mit Kontaktdaten. Es waren nur ein paar Dutzend Namen mit Kontaktdaten. Das war nicht schwer. Okay, Psycho. Oh, Kutani, du kochst wieder. Aber das mit dem Anbrennen ist, ja, ne? Hauptsache voll dabei dann. Krieg nachher auch noch Essen. Hoffe ich. Wenn jetzt noch was über ist. Ich bezweifle es. Ich krieg kein Essen. Ich werde verhungern. Einer der Kunden ist ein Hacker, der meinem Bruder einen Gefallen schuldet. Er gehört zu den Dinosauriisten. Wenn du mit ihnen sprichst, gibt er dir vielleicht eine Eintrittskarte. Ihr Gebiet befindet sich in Nolun, Ebene 2. Sieh dich dort um. Nein, wirklich? Digimons? Ernsthaft? Oh nee, doch nicht. Erstmal quatschen. Ich bin müde. Ich werde bei Hoodie auf dich warten. Und ich habe solchen Durst. Der Hacker mit der Eintrittskarte ist auf Ebene 2 von Nolun. Ich werde dorthin gehen und herausfinden, ob ich sie haben kann.